wir machen heute Psychotherapie. Ich möchte heute gerne mit den Turnhallen dieser Welt Frieden schließen. Weil ich doch so eine Sportniete war, was sage ich, bin, teste ich das heute nochmal live hier in dem, wo sind wir? Im Gelsdonk Kollegium Internat und haben eine Turnhalle gemietet. Bis gleich. Hallo, ich bin Yvonne und ihr seid hier auf dem Gelände der Gelsdonk. Wir sind das Internat am Niederrhein. Ich habe jetzt spontan eine Aversie gegen rote Autos und der stellen wir uns heute. Ein Mustang. Ich habe schon immer gehasst, in roten Mustangs zu fahren, aber heute stelle ich mich dieser Angst. Da kenne ich nichts. Der Schwebebalken kann mich mal, ich nehme hier den roten Mustang. So, ihr Lieben, wir stehen jetzt hier vor dem Ort des Geschehens, wir stehen jetzt hier von einer Turnhalle und ich möchte gerne Frieden schließen mit einer Turnhalle und vor allem, das ist mit diesen Geräten, die da drinnen stehen. Es hat sich ein Sportlehrer gefunden, der mich ein bisschen quält und ich gehe jetzt in diese Turnhalle und werde mich umziehen und dann werde ich zeigen, was ich nicht kann. Pavel bringt mir heute bei, wie ich sportlich wäre. Ne? Er hat eben schon gesagt, unter Sportlern ist man beim Du. Ne? Ja. Okay, also. Ja. Das läuft. Ja, läuft. Okay. Tiefer. Tiefer. Sollen wir uns erstmal warm machen, Herr Sportler? Ich laufe. Genug? Ein Arm vorwärts, eins vorwärts. Was will der? Ein Arm vorwärts, ein Arm rückwärts. Ja, oh, das ist super. Und dann zurück. Kann ich. Ja, weil das ist seine Übung. Kann ich. Ausgedacht. Sehe ich, das läuft. Und immer lächeln, denk mal dran, immer lächeln, ne? Du gehst, ich versuche anatomisch zu beschreiben, das sind Arme, das da hinten ist Popo. Hör mal, wenn das euer Frauenversteher ist, ne? Ja, du sagtest, du kannst das. Ja, geistig und moralisch. So, jetzt Popo vor, Popo vor, Popo vor. Wie vor? Ja, nach vorne, Mensch! Ich kann doch nicht mal so stehen. Aber warum soll ich denn auch so stehen? Ja, verstehe ich auch nicht. Also wir Sportler haben an sich... Wir Sportler helfen uns in erster Linie. An sich, dass wir uns gegenseitig helfen. Tada! Und jetzt soll ich so runter? Jetzt versuch runter. So? Wow, das ist echt stark. Lächeln. Und jetzt kippen. Nein! So. Wollen wir denn mal, Andi, mich würde ja mal tatsächlich interessieren, sowas wie ein Handschuh oder Ratschlag. Interessieren oder vormachen? Erstmal gucke ich mir das bei jemandem hier an. Soll ich dir helfen? Nein! Fertig. Ich wollte noch mal sagen, das hier ist so ein Scheißbock. Das sind eins, zwei. Das war früher so ein Sportgerät. Da hat meine Sportlehrerin gesagt: So, wir bauen mal die Fünferböcke auf. Und dann hat sie geguckt und gesagt: Ach nee, Nicole ist ja da. Wir holen mal die Dreierböcke raus. Du kannst es total klicken, dass ich da drüber springe. Das ist ja viel zu weit weg, das Handtuch. Warum findest du meine Ausrede? Machen die etwas, Mensch? Ja, komm, zacki. Und jetzt? Was mache ich jetzt mit dem Mann? Also das war schon sehr schön. Hast du das gefilmt? Ja, natürlich. Ich will mal alles. Das ist viel zu weit weg, das Trampolin. Aber warte, ich gebe dir nicht auf. So, warte, ich nehme mal das hier mal ein bisschen näher. So, das sind ja auch erschwerte Bedingungen hier. Ich sehe nur so sportlich aus, weißt du? Mach mir in die Hose. So. Ja, jetzt, genau. Jetzt steh auf. Geh auf.
Ja, der Wille war da, doch das Fleisch war schwach. So. Ich habe was gefunden, was ich kann. Schade, dass das noch nicht olympisch ist. Das war das Versöhnen mit dem Schuldrama hier. Ob das so geklappt hat, ich weiß es nicht, aber ich gehe jetzt wieder auf die Bühne. Da bin ich besser als hier beim Handstand. Und tschüss.